So, wir haben uns schon mal vorbereitet, indem wir einen neuen Link erstellt haben. Nur heißt er bei uns gar nicht Link, der heißt Giga, weil Giga ist so ein schöner Vorname. Ja, so würde ich mein Kind auch gerne nennen, egal ob es Männlein oder Weiblein wird. Ja. So, Link Between Worlds ist ja gerade draußen, das habe ich getestet für uns, für den 3DS, und das ist quasi der Nachfolger von genau diesem Spiel auf dem Super Nintendo, und genau dieses Spiel ist für mich und für dich wahrscheinlich auch eines der prägendsten Spiele gewesen, die wir damals gespielt haben. Ja, absolut, also das ist bei mir so ein ganz, ganz großer Brocken, wenn ich an meine Jugend zurückdenken. Das klingt immer so traurig, wenn man sagt, das ist so, es ist ein großer Teil meiner Jugend, aber tatsächlich sind da Erinnerungen dran geknüpft und auch sehr, sehr viele schöne Erinnerungen, weil das war das erste Zelda für mich und auch das erste Spiel, was so diese Dimension hatte, dieses epische, riesige. Ich glaube, Mystic Quest hieß das nur Mystic Quest, ja, ne? Das kam später. Ja, dieser Final Fantasy-Ableger. Ja, ja. Was ja dann aber auch nicht unbedingt vergleichbar ist, aber so von der Größe. Ja, dass man mal was wirklich Episches spielt. Und Link to the Past ist ja wirklich groß, weil es ja einfach in dieser Welt anfängt, und damals wusstest du ja noch nicht, wo das mal hinführt. Es ist übrigens ganz witzig, weil dieser Anfang ist im neuen A Link Between Worlds sehr ähnlich. Also du startest auch so pennend in deinem Haus. Allerdings ist es da noch ein bisschen friedlicher. Nicht gleich, dass dein... Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ist das dein Onkel oder sein so? Onkel ist das. Sein Onkel. Onkel geht, die Prinzessin zu befreien, und dann ist auch heldenhaft direkt da in den Tod gestürzt. Aber auch, ja, woran ist er gerade gestorben? An dem Fall, ja, oder? Man weiß es nicht. Ne? Ich glaube, es wurde mal impliziert, dass er niedergestochen wurde, aber hier wird es nicht weiter erklärt. Das nimmt er halt auch so hin, ne? Das ist so von der Charakterzeichnung. Er ist halt... Er muss sterben, damit Link zum Helden werden kann. Ja, und die KI ist auch, guck mal, die reagiert überhaupt nicht auf dich. Ach, es ist total... Kritisierst du gerade die KI von diesem 22 Jahre alten Spiel? Niemals. Nee, es ist krass, wie ich die ganze Zeit auch alle Screens und Bilder so in Erinnerung gebrannt habe, dass ich, sobald ich sie sehe, sofort wieder weiß, wo was war. Und ja, ich hätte trotzdem Bock, es zu spielen. Wenn du allerdings A Link Between Worlds mal gespielt hast, dann kommt dir dieser Link unglaublich langsam vor, weil du so viel schneller rennst im neuen Zelda. Das ist wirklich nochmal, das macht einen wirklich großen Unterschied aus. Musst du eigentlich alles umbringen, was dir da gerade durch die Gegend läuft? Wieso denn nicht? Du musst nicht doch kämpfen. Ja, aber das ist gerade schon sehr, doch sehr, sehr brutal. Oder so. Wie war das? Nimm doch mal den Pilz jetzt. Oh Gott. Nee, ach, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe auch die Musik und die ganze Optik. Ich wusste früher immer nicht, und ich weiß es bis heute nicht. Was ist es? Sind es Säulen? Sind es? Sind das Säulen? Keine Ahnung, ich oder? Ich habe immer gedacht, das sind Fackeln. Aber für die Fackeln? Die sind doch niemals an, oder? Im Spiel. Nee, ich weiß, irgendwo später springt man solche Dinger, glaube ich, rein. Ach so, ja, stimmt. Deswegen war ich jetzt überlegen. Aber Säulen macht doch auch keinen Sinn. Nee, Säulen macht dann überhaupt gar keinen Sinn. Aber Fackeln auch nicht. Sowas hier gibt es leider in neuen nicht, so dass du Vorhänge kaputt machst. Ja. Du machst ja eigentlich nur zur Seite, ne? Und guckst, was hält. Nein, die machst du kaputt. Nee, ich finde schon die. Also ich hau doch mit dem Schwert dagegen. Wie können die denn dann einfach. Ja, aber du haust doch mit dem Schwert gegen Leute und dann reden die mit dir. Also das ist doch. Das stimmt nicht. Ich drück A, damit Leute mit mir reden. Okay. Ich merke schon, mit dir ist bei Zelda nicht so gut diskutiert. Hä, war das hier nicht so? Mann, da musst du doch erst Zelda holen, du Amateur! Das ist ja unfassbar. Ich hab's wirklich gerade. Bis wo hast du denn gespielt? Ich bin da, jetzt bin ich in der Burg, jetzt reicht. Stimmt, das war die Abkürzung, da kommt man erst später hin. Das ist keine Abkürzung, das ist der Ausgang daher. Ja, aber für die ist das doch eine Abkürzung zur... Geheimgang, meinst du? Geheimgang zum... Ja, das stimmt schon, ja. Jetzt übertreibt man nicht, ja? Nee, das... Man wird ja mal was vergessen dürfen, wenn man es 15 Jahre lang nicht gespielt hat. Ich weiß nicht, ich finde bei Zelda... Nee, weißt du? Oh. So, Mats. Wie steuere ich ihn hier? Gib dir 10 Minuten, dann ist gar nicht tot. Es gibt auch einen Glitch, wo du selber, ich glaube, innerhalb von 7 Minuten durchspielen kannst oder sowas. Was? Ja, ja. Warum würdest du das wollen? Weiß ich nicht, habe ich auch nicht verstanden, aber es gibt auf jeden Fall jemanden. Also es ist irgendein Glitch, da läufst du irgendwo hier rein und irgendwo bist du dann, muss ich nicht nach unten? Hier unten bin ich daher gekommen, ne? Nee, jetzt bist du doch nur auf der anderen Seite. Jetzt bin ich nur auf der anderen Seite, ich muss auf jeden Fall runter. Yeah. Das ist großartig, es ist so großartig. Es macht doch sofort wieder Spaß, finde ich.
Das ist so ein Sympathiefaktor. Ich finde ja auch die Optik von A Link to the Past hat sowas, also dieser Pixel-Look hat eh immer was Sympathisches, ja. Den haben sie nicht ganz rüber gerettet ins 3DS-Zelda. Der ist auch erstaunlich zeitlos, ne? Also das ist so, wenn du was in der Richtung machst und das richtig machst, dann hält es für die Ewigkeit. Und die haben das doch auch schon mal re-released für den Advance, oder? Ich glaube ja. Gab's da nicht Zelda schon mal? Ich meine ja. Ein bisschen leider leiser machen. Das hätte man auch so nochmal releasen können, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass sie kein direktes Remake gemacht haben aus dem 3DS-Spiel, weil dann wäre es wirklich so ein bisschen. Also, es gibt eigentlich wenig, was ich hier dran verändern würde an diesem Spiel. So. Das also, das ist, passt so, wie es ist. Und selbst wenn man da eine neue Grafik reinmacht, dann weiß nicht, frage ich mich so ein bisschen, wozu. Ja, es gibt ja so eine Fake-Bilder von. Hier konnte man noch abkürzen. Von Link to the Past quasi als HD-Remake, wo dann noch so Wolken und Nebel und alles mit eingefügt wurde und so. Und die, also da dachte ich zumindest so, könnte man eigentlich schon machen. Also ich würde jetzt nicht, habe ich total Zeit gespart jetzt, wa? Ja. Würde ich schon spielen wollen. So, also das ist wirklich eine komische Abkürzung, die da gerade gegangen ist. Ja, das war überhaupt gar keine Abkürzung, die war halt viel länger. Das war wie ein Feigling vorbeigeschlichen. Ja, spielen würde ich es wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, ich bin bei so HD-Remakes immer so hin und her gerissen. Ich finde es ja eigentlich cool, weil es vor allem eine Möglichkeit ist, so einen Klassiker dann mal einem neuen Publikum zu präsentieren. Was denn? Klappt was nicht mit der Steuerung? Ich glaube, du musst einfach wieder raus. Achso, jetzt ist er auf Y. Okay. Ja. Das ist so unglaublich. Ihr müsst übrigens wissen, das ist ja wie gesagt auch mein altes SNES. Also das stand wirklich ganz lange bei mir zu Hause. Und der Controller, den Marcel hat, ist auch mein alter Controller. Da funktioniert der Startbutton inzwischen nicht mehr so ganz. Also man muss sehr tief reindrücken, damit sich das Menü öffnet. Es tut auch ein bisschen weh. Ja, ich weiß. Ich glaube, das wird er auch nicht mehr so lange machen, aber. Ich hatte ja damals sogar, bei dem SNES sind ja leider nur zwei Controller-Ports dran, ich hatte ja so ein Multi-Tab oder wie das hieß, wo du dann nochmal noch mehr anschließen konntest. Und warte mal, für welches Spiel? Secret of Mana. Ja, es gab nur ein Spiel, wo man das irgendwie benutzen konnte. Ja. Secret of Mana ist auch so ein Ding, das ich eigentlich unglaublich gerne mal wieder spielen würde. Das haben wir auch hier zu stehen, so natürlich. Ach, mein Wochenende hat sich gerade. Willst hier im Büro bleiben? Ich bleib hier und arbeite. Tschüss, Mats. So, ich danke dir, Giga, wie sich das wegliest, wa? Hör zu, böse, Dämon, Fürchte, Angst, Tod, verstehst du mich? Ja. Was? Frau. Komm mit. Jetzt schieben wir mal richtig schön im Geheimgang. Frei. Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Das hätte gerade in eine ganz andere Richtung gehen können. Und gehen müssen eigentlich auch. Ja. Das war eine verpasste Chance, wie Robin so schön sagt, für einen schlechten Witz. Haben die eigentlich auch eine Küche, in der wir Zelda jetzt abstellen können? Oder wo machen die hier ihr Essen? Im Schloss, es gibt keine Küche. Es gibt auch kein Klo. Ja, schlimmer. Ist ja noch schlimmer. Aber naja, also es gab ja diese Kanalisation, wo wir herkommen. Funktioniert die Abkürzung. Ach so. Ja. Das ist die Abkürzung andersrum in Erinnerung. Ja, ich wusste nur, es ist eine Abkürzung. Ja, richtig. Das Spiel steckt voller Logikfehler, muss man auch mal sagen. Auch, dass hier so einfach mal unglaubliche Abgründe sind. Wer baut denn bitte schön so den Weg? Vielleicht ist das ja hier gerade under construction oder so. Das kann natürlich sein, dass dieses Schloss. Jetzt hat er mich getroffen, das gibt's doch nicht. Dafür muss er sterben. Wie selten man sich Gedanken darüber macht, ob das eigentlich Sinn macht, was durch das man hier eigentlich geht. Als Wer kind baut war das, sowas? War das Wer baut die dummen Tempel in Prince of Persia? Da links war auch eine Abkürzung, verdammt. Wer baut die dummen Tempel in Prince of Persia? Naja, also welcher Sultan ist denn so bescheuert und baut sich zwischen Eingang und Thronsaal so Fallen hin? Viele. Erstens viele und zweitens jemand, der Lust auf Abenteuer hat. So. Und wirklich keinen Prinzen in seinem Schloss haben will. Oder es war jemand da, der Architekt quasi, der dann so den Sultan betratscht hat, also was sie auf jeden Fall brauchen, da kann ich Ihnen sehr gut empfehlen, Antiprinz 4.3 hat die üblichen Fallensysteme, da sind sie sicher, wenn sie mal die Macht des Universums an sich reißen möchten. Ja, es gibt einen Geheimgang, wir wissen, Mut. Ist das eigentlich dein Lieblings-Zelda?
Ich habe tatsächlich vorher drüber nachgedacht und es ist ja so, wenn man Zelda sagt, muss man eigentlich immer sagen, Ocarina of Time. Aber was 2D angeht und ich glaube auch tatsächlich so vom Feeling her verbinde ich mit dem einfach noch ein bisschen mehr als mit Zelda. Als mit Zelda. Kann ich als mit Ocarina of Time. Guck mal, irgendwer weiß in der Zwischenzeit dann, hat die Vorhänge wieder aufgehängt. Wie sieht denn das hier aus? Da kam einer rein. Hey, das kann nicht so was sein. Was soll denn das? Nee, also vom Gesamtpaket. Die Stühle sind doch viel zu groß, oder? Nee, es gibt ja in BS Zelda, zum Trivia, was ich ja quasi mitgebastelt habe, da gibt es tatsächlich auch den König mal zu sehen. Und das ist so, mal, der ist so das ein fetter ist ein Oschi, Typ. Alter. Ach so. Dass da aber die Frau auch so aussieht, das irritiert mich so. Jetzt muss ich mal... Ja. Oh. Start drücken ist hier die größte Herausforderung. Jetzt hast du es zweimal gedrückt. Oh, sehr schön. Hier hatte ich als Kind übrigens echt Bammel vor. Das war, wenn man nichts gesehen hat. Man sieht auch wirklich gar nichts um sich herum. In Link Between Worlds gibt es ja auch diese Passagen. Also ist auch direkt am Anfang so eine mit Ratten und echt, wo ja? du die Flammen entzünden musst und so. Flammen. Aber da siehst du ein bisschen mehr. Ja, die Kerzen. Ja, yeah, die Kerzen hier. Und komische große Kerzen. Und Schlangen, ey. Die tauchen die. Ach nee, die tauchen auch noch in der Dunkelwelt. In Lower Rule. Ja, das ist sehr schön. In Link Between Worlds die Benennung. Einmal heißt die Parallelwelt Low Rule. Ist ja wirklich eine andere als hier. Ja. Also das hier geht man ja in die. Heißt die Schattenwelt oder so? Meine selbst Schattenwelt. Und da ist es eine andere, das ist Low Rule. Und Low Rule ist wirklich so ein Spiegelbild. Mit seiner eigenen Prinzessin und die heißt Hilda. Prinzessin Hilda. Aber heißt ich stelle also mir sehr gut vor, wie in einem Paralleluniversum es ein The Legend of Hilda gibt und da ein A Link Between Worlds, wo man quasi genau andersrum alles ja, hat. Ja. Wer denkt sich sowas aus? Nintendo. Ja, wie heißt der? Eiji Anamura oder so? Eiji Anuma? Oh, wir sind so die Experten. Anuma. Ich weiß es nicht. Mein Lieblings-Zelda, 2D-Zelda ist übrigens Link's Awakening. Das ich ja nie gespielt habe. Und dafür schäme ich mich auch ein bisschen. Echt? Ja, weil ich hatte kein Gameboy. Wir haben einen super Gameboy, wir können das hier spielen. Das müssen wir echt mal machen. Ich komme auch in 5 Stunden durch. Also es dauert nicht so lange. Es dauert auch nicht lang, war's ernsthaft. Du musst doch nicht die ganze Zeit dabei sein. Eigentlich brauchst du überhaupt nicht kommen. Ich spiele es einfach und dann sage ich dir, wie es ist. Schön. Das spiele ich wirklich fast jedes Jahr einmal durch, weil es... Echt immer noch, ne? Naja, auch weil es so eine, also bei mir ist auch eine ganz starke emotionale Verbindung da mit dem Soundtrack, noch stärker als hier. Okay. Und mit dieser ganzen Thematik, weil ich finde bei Link's Awakening so schön, dass es mal nicht Hyrule ist, sondern die Insel Kokolent und diese Traumthematik und dann hast du diesen Windfisch. Das ist sehr, sehr schön. Da haben sie sich schon ein bisschen was getraut. Aber war das nicht so, dass die dann ein anderes Vorbild hatten? Also dass es gar nicht nach Zelda ging, sondern das ist A Boy and bla bla bla. Irgendwie gab es da ein Spiel. Das hat davor, also das hat dieses ganze Universum schon aufgebaut. Das habe ich auch. Hier übrigens, ich habe als Kind wirklich ewig, ich glaube mindestens eine halbe Stunde hier in diesem Raum verbracht. Also ewig. Also wirklich ewig. Halbe Stunde. Eine halbe Stunde waren 50% von der Zeit, die ich damals spielen durfte. Das war ewig. Ach so. Und habe versucht, diese Tür zu öffnen, weil ich dachte, es muss doch irgendwie gehen, dass man hier diese scheiß Türen irgendwie aufkriegt. Aber hier muss man ja, wird man ja quasi backgetrackt. Muss man nur lang genug ziehen. Oh, es gibt eine Steine rausziehen, dachte ich. Ja. Willst du gleich mal wieder übernehmen von dir? Ich bin hier gerade so voll drin. Ich finde das sehr gut. Du machst das auch gut. Du hast das auch scheinbar größtenteils noch in Erinnerung. Ja, ich konnte mal nicht diesen Thron hier. So, aber hier, links oder rechts? Links. Sicher? Also bei Link Between Worlds ist es links. Weil da gibt es auch so einen Raum. Ich meine, hier ist es rechts, weil ich glaube, links kommt Schlangen runter. Bäb. Ja, witzig, dann haben sie es in der Link Between Worlds wahrscheinlich genau absichtlich andersrum gemacht. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher, ob es nicht egal ist, was ich hier quasi ziehe. Nee, ist es nicht. Dachte ich bei dem 3DS auch, aber es ist immer gleich. Also ob es hier so ist, weiß ich dann natürlich nicht, aber ja. So, und damit Happy End, ne? Was sind wir eigentlich Happy End haben wir durchgespielt, Zelda ist gerettet. Die Story kriege ich aber, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber ich meine, was heißt nicht mehr zusammen? Aganim kommt, will aber die sieben Weisen entführen. Ja, Ganon oder nicht? Aganim ist Ganon. Ja. Ja. Spoiler. Hoppla. Nein! Ich könnte auch ganz böse Link Between Worlds spoilern, aber das sind halt auch keine Spoiler. Das sind halt Sachen, die weiß man so. Hier habe ich früher übrigens immer, ich dachte, er erzählt mir noch irgendwas anderes auf nicht alles. Und ich habe das bei mehr oder weniger jedem gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass der das dann einfach wiederholt. Du warst kein so intelligentes Kind.
So, wir spielen gleich noch weiter. Das war's mit dem ersten Teil von A Link to the Past. Ihr könnt jetzt da unten hinklicken, da kommt ihr zum Bonus. Da gehen wir noch in den ersten Dungeon und zocken den noch durch. Und auf der anderen Seite kommt ihr zum Zelda Trivia. Außerdem solltet ihr nicht den Test verpassen zu A Link Between Worlds, zu dem 3DS-Titel. Auch da findet ihr den Link in der Beschreibung. Unbedingt angucken. Und Mats? Hallo? Das geht hier noch. Ich schaffe noch das. Weiter. Tschüssi. Tschüss.